Ist eine Mindestzeit-Eheklausel für den Bezug einer hinterbliebenen Rente aus einer betrieblichen Altersvorsorgung unwirksam? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Bundesarbeitsgericht hat sich am 19. Februar 2019 mit der Frage der Wirksamkeit einer sogenannten Mindestehedauerklausel als allgemeine Geschäftsbedingung in einer betrieblichen Altersversorgung beschäftigt und dazu auch ein Urteil getroffen. Das Bundesarbeitsgericht sagt, dass eine solche Ehedauerklausel unwirksam ist, wenn diese als allgemeine Geschäftsbedingung, ich sage auch gleich, was das ist, in einer Versorgungsregelung enthalten ist und den Ausschluss einer Witwenrente regelt für den Fall, dass die Ehe noch keine 10 Jahre bestanden hat. Also auf Deutsch gesagt, da steht drinne, hat die Ehe noch keine 10 Jahre bestanden, gibt es auch keine Witwenrente. So war das praktisch das Kernproblem in diesem Klageverfahren vor dem Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Eine Klausel nach dem also nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen aus dem BGB ist eine allgemein für viele vorformulierte Vertragsklausel, also keine speziell ausgehandelte Klausel. Und deshalb sagte das Bundesarbeitsgericht, hier lag ein Verstoß gegen Paragraph 307 BGB vor, diese Klausel war unwirksam, denn die Klausel verletzte die Klägerin in ihren Rechten und zwar einseitig. Sie weicht wohl nach der Auffassung der Richter von dem gesetzlichen Leitbild der hinterbliebenen Versorgung in Deutschland ab. Sie bewirkt mit der Festlegung der Mindestdauer von 10 Jahren Ehe eine unangemessene Benachteiligung des Versorgungsberechtigten. Im Gegensatz dazu hatten wir auch schon einen Beitrag geschrieben auf Rentenbescheid24, hatten die Erfurter Richter am 11. Dezember letzten Jahres, 2018, eine sogenannte Altersunterschiedsklausel für wirksam erachtet, wenn also der Altersunterschied der Ehegatten mehr als 10 Jahre beträgt, führt dies nach Auffassung der Erfurter Richter zu einer Kürzung der Witwenrente. Im Versicherungsfall oder wenn Sie in Anspruch stellen auf eine Hinterbliebenenrente aus einer Altersversorgung bei einer Betriebsrente oder Pensionskasse und so weiter, sollten Sie vorher tatsächlich dort genau prüfen, was da drin steht und gegebenenfalls arbeitsrechtlich, erbrechtlich oder versicherungsrechtlich gegen die Versicherung oder den Arbeitgeber oder die Pensionskasse oder Versorgungswerk vorgehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.